Moin! So, nachdem ich ja gestern berichtet hatte von unserem bisherigen Aufenthalt hier in Florida. Ich war übrigens fündig. Ich habe eine Überraschung für unseren Großen gefunden. Auch genau das, was er sich gewünscht hat. Und er war auch richtig stolz darauf, als das dann geklappt hat. Wir haben das noch entsprechend verpackt, vor die Haustür gestellt, geklopft und er durfte das dann selber quasi an die Haustür gehen, öffnen und aufmachen. Und er hat sich, wie gesagt, über seine gewünschte Überraschung hat sehr gefreut. Und genau, heute sind wir nach Sarasota gefahren. Es gab gestern übrigens noch ein stärkeres Gewitter. Wir hatten 2,5 Stunden lang keinen Strom abends. Zum Glück waren wir mit Abendessen schon fertig. Es ging mit mal alles aus, gab einen großen Knall, wie so eine Explosion vor der Haustür. Da ist eine Sicherung aus dem Strommast oben rausgeknallt. Und Strom war dann, wie gesagt, 2,5 Stunden weg. Das haben sie dann irgendwann später gelöst. Und heute haben wir uns gedacht, wir fahren einmal nach Sarasota. Und zwar gibt es hier das Motor Aquarium. Das ist auch dafür bekannt, dass es hier viel Interaktion mit anderen Tieren gibt und auch quasi eine Tierauffangstation mit ist. Und hier nebenan haben wir jetzt gerade Save the Birds gefunden. Hier ist auch quasi eine Auffangstation für Tiere, für Vögel. Wie ihr da seht, die sehen nicht so ganz fit und gesund aus, aber werden hier bestimmt gut aufgepäppelt. Und genau, wir haben jetzt gerade das hier gesehen, weil noch scheint die Sonne. Es soll heute Nachmittag, genauso wie morgen, wieder extreme Gewitter geben. Und wir haben jetzt gedacht, dann fahren wir jetzt heute hier hin. Wir hatten zwei Pläne, einmal nach Sarasota hoch, hierher, oder nach Naples runter. Naples runter wäre ein botanischer Garten. Da waren wir uns jetzt nicht ganz so sicher, wie da die Situation vor Ort ist, aufgrund des Gewitters und des Regen von gestern. Aber wie man sieht, überschätzt man das hier ein bisschen und das ist, glaube ich, gar nicht so nass. Hier der nächste Gast. Wobei wir sind eher der Gast. Mulukan Kakadu. Ein Kakadu. Da ist noch einer. Gabby. Genau, deswegen sind wir jetzt hier hin. Nebenan ist hinten das Aquarium. Bevor wir jetzt da reingehen, haben wir das hier noch gerade gesehen, aufgrund der Lautstärke der Vögel. Jetzt sind sie gerade eigentlich relativ leise. Hier kann man sich quasi auch für umsonst das Ganze hier angucken und was spenden. Bei der Tierauffangstation für Vögel hier. Und wir wollen dann aber gleich nicht rein ins Aquarium. Wir haben auch schon gesehen, dass es dann auch irgendwo Manatee-Ausstellung gibt. Auf der anderen Seite, das gehört wahrscheinlich alles mit dazu. Das heißt, wir sind gespannt, was für Tiere wir hier sehen und hoffen auch, dass es dem Großen hier gefällt, was man hier sich so angucken kann. Ah, hier, ein heimisches Exemplar. Die Möwe. Genau, aber auch die sind halt hier drin, weil die irgendwie verletzt sind oder sonstiges und aufgepäppelt werden. So lange halten die sich halt hier auf. Ein Kormorant. Da muss man aufpassen, dass er mit seinem langen Schnabel hier nicht rauskommt. Oh, hier oben sitzt auch einer auf dem Ast. Und hier gibt es wohl auch noch was. Oh ja. Ja. Oha. Da werden wir einfach mal ausgelacht. Genau, wir schauen uns jetzt hier in Ruhe ein bisschen um. Wir ein paar Aufnahmen machen. Haben ansonsten nichts für heute geplant. Und wir wollen ja noch heute was essen, ne, Großer? Okay, gut, ist gerade beschäftigt. Oh ja, hier gibt es halt auch sehr, sehr viele Pelikane, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Wow, da sind aber viele da drin. Schauen wir uns doch mal noch mal kurz hier eine Info an. Brown Pelican. Und die kleinsten auf der Welt der 6 Pelikan-Spezien. Aber warum die jetzt hier sind, weiß ich nicht. Vor allem, weil das so interessant ist, dass ja hier so viele sind. Naja, gut, wir finden halt einiges heraus wahrscheinlich heute und halten uns hier ein bisschen auf. Machen ein paar Aufnahmen für euch und würde sagen, wir sehen uns später. Tschüss.
crazy. So, es regnet jetzt ein bisschen mehr, wir sind aber hier durch. Wir haben uns einmal das Aquarium angeschaut, waren ja in dem Vogelgehege und jetzt, wo wir bei den Manatees, bei den Ottern und bei den Schildkröten waren, hat es angefangen halt mehr zu regnen und sehr viel mehr zu regnen. Das heißt, die Straße ist teilweise schon wieder ein bisschen überflutet. Das ist ja aber hier wohl auch ganz normal. Ich kann ja auch mal das Radio leiser machen. Ich bin zum Auto gerannt, habe jetzt alle eingesammelt und jetzt wollen wir noch mal gucken, dass wir wahrscheinlich zu einer Mall fahren, wo wir schon mal waren, mit dem Spielplatz drinne, bevor es nachher zum Essen geht und wir erstmal von diesem Inselstück, worauf wir sind, überhaupt erstmal wegkommen. Von daher, wir machen uns mal auf den Weg. Moin! Wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg zum Einkaufen und haben uns heute mal gedacht, dass es ja hier auch Aldi gibt, dass wir mal bei Aldi vorbeischauen, einem alten Vertrauten. Und nehmen euch jetzt quasi mal kurz hier mit rein. Wir hatten ja auch damals in Australien Aldi schon und dort auch noch quasi andere Geschäfte, wo ihr mal sehen wolltet, was es dort so gibt. Und diesmal nehmen wir euch hier einfach mal entsprechend mit, wenn wir jetzt auf dem Weg hier zu Aldi rein sind. Genau. Der große rennt noch schon mal los. Ich würde sagen, der erste Eindruck ist relativ vertraut, was man hier so sieht. Ich muss einmal hier auch kurz um die Kinder rumgehen, aber ansonsten ist der Aufbau mit den Kassen hier vorne und ich sag mal der Größe des Ladens sowie halt auch dem Aufbau auf jeden Fall relativ ähnlich. Genau. Wir sind mal gespannt, was wir hier in Produkten finden, ob es ähnliche Sachen sind, die wir ja auch aus Deutschland kennen. Und dazu halt auch gleichzeitig die Frage ist, was hier der Preisunterschied ist zu dem anderen Einkaufsläden, wo wir sonst immer unterwegs sind. Genau. So. Ja, einen direkten Vergleich kann ich hier gar nicht so groß machen. Rote Zwiebeln, 2,79 Dollar.
2,79 für rote Zwiebeln. Tomaten 1,99 Dollar. Kartoffeln 6 Dollar. Gute Ranch-Dressing. Marmelade. Brotabteilung. Oh, schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Getränke. Sirup. Also auch viele von diesen klassischen amerikanischen Getränken in Portionsgrößen und anderen Sachen auf jeden Fall. Genauso wie Milch in großen Kanistern. Gibt es hier auch. Chips, Snacks, Vegetables. Dose Black Beans, 77 Cent. Reis. Tiefgefrorenes Wein, Fleisch hier auch 3,99. Die gute bayerische Wurst, deutsche Küche, Braunschweiger. Hat sich hier auf jeden Fall also auch deutsche Sachen reingeschlichen. Oder sind erhalten geblieben, ja, gesagt. Ich glaube aber, Leberkäse finde ich hier nicht. Genau, so, ich mache mich mal wieder auf den Weg zurück zu den Kindern und zur Frau. Schauen, was es hier noch so gibt. Und würde sagen, ich melde mich sonst einfach später nochmal. Moin! So, heute mal wieder auswärts unterwegs. Nach unserem letzten Ausflug, den wir ja quasi zum Aquarium hatten und dann ja auch selber fast im Aquarium waren, so doll wie das geregnet hatte. Waren wir jetzt den Tag danach gar nicht mehr groß unterwegs, da waren wir in dem Haus geblieben, waren noch ein bisschen einkaufen und auch im Pool. Und für heute haben wir uns halt gedacht, dass wir nochmal wieder unterwegs sind und ein bisschen umschauen. Hier ist dann wieder jemand wach geworden. Genau, und zwar sind wir jetzt hier nach Naples gefahren, und zwar in den Naples Botanischen Garten. Der kostet zwar was, man muss ja Eintritt zahlen. Dennoch haben wir uns gedacht, als Ausflug so ein bisschen spazieren und mal rauskommen. Und während das jetzt hier am Vormittag einigermaßen trocken sein soll, nutzen wir die Chance einfach mal. Es war jetzt zwar auch fast eine Stunde Fahrt bis hierher. Allerdings ist es immer noch okay für die Möglichkeiten hier entsprechend halt irgendwie ein paar Sachen einfach zu sehen. Und wir wollen ja auch nicht immer nur in dem Haus festhängen. Genau, und deswegen gehen wir jetzt hier ein bisschen rum und schauen mal, dass wir ein paar Aufnahmen für euch natürlich auch gestalten. Und lasst uns mal überraschen, wie dieser botanische Garten so ist. Bis später! Thank you.
Moin. So, Botanischen Garten sind wir durch. Es gab jetzt zum Ende hin auch noch eine Sirenenmeldung. Also eine Sirene ging einmal los. Für 15 Sekunden lang haben wir nachgelesen. Das ist dann schon mal eine Hinweismeldung für entsprechendes Unwetter. Und das Gewitter, was quasi dann auch schon zu sehen war, war die Ursache dafür. Deswegen sind wir dann eher, ich würde nicht sagen zügig zum Ausgang. Wir wussten, dass das nicht mehr lange ist, das Auto ja auch nah bei ist, dass wir uns aber nicht allzu weit vom Auto und dem Ausgang entfernt aufhalten. Sind wir dort entsprechend dann halt wieder raus. Haben wir jetzt auf dem Rückweg einen kleinen Snack uns gegönnt und waren jetzt hier nochmal eben gerade bei so einem großen Spielplatz. Meistens ist das so, wenn wir halt irgendwas raussuchen, wo wir halt hinwollen, dass wir in der Gegend auch schon gleich gucken, ob es da vielleicht spezielle Spielplätze gibt, wo wir dann auch nochmal anhalten können. Der Große hat das aber super gemacht, er ist im Botanischen Garten echt viel gelaufen und die Lütte hat die Fahrt im Buggy mal komplett genossen. Sie war ja bisher eigentlich mal nie so ein Fan davon, aber das fand sie jetzt ganz cool. Das heißt, wir hatten für beide gute Laune und haben uns da halt ein bisschen umgeschaut. Der Botanische Garten ist sehr schön hergerichtet. Natürlich mit dem entsprechenden, ich glaube, $25 Eintritt auch nicht gerade super günstig. Aber das Geld kommt ihm natürlich dann auch dem Botanischen Garten zugute und setzt sich dann ja entsprechend auch in die Pflege um. Jetzt your dragon. Awesome. Yeah. You're riding on it? Good. So you're prepared for next World of Warcraft extension. Thanks. Jetzt haben wir gedacht, wir halten auf dem Rückweg, also das Unwetter hat sich so ein bisschen verzogen, dass wir hier nochmal bei dem Spielplatz halt halten, solange das ja auch trocken ist. Allerdings ist es hier auch sehr, sehr warm und alles in der Sonne. Was der Große jetzt auch gesagt hat, dass er gar nicht mehr unbedingt Lust dazu hat, jetzt hier auf dem Spielplatz zu spielen. Und von daher machen wir uns jetzt gleich mit dem Auto wieder auf den Weg zurück zu Vickys Haus. Und haben wir da noch Möglichkeiten, was zu machen. Wir fahren da auch noch wieder eine Stunde. Dann sind wir aber noch zeitig wieder zurück. Können vielleicht noch mal im Pool und uns einfach nicht stressen lassen. Genau, so viel dann zu heute, unserem kleinen Ausflug. Und wenn die Kinder gleich bereit sind, dann geht's auf zum Auto. Von daher, bis später. Thank you.
Mhm.